Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge My Time at Portia. Okay, ich habe keine Ahnung, wo wir waren. Also, ihr wisst ja, wann das letzte Let's Play davon rausgekommen ist. Und ihr wisst, wann das neue, also wann es jetzt weitergeht, dann wisst ihr, wie lange ich das Spiel nicht mehr gespielt habe. Also zumindest auf den Account. Ich habe das Spiel für die Xbox, da bin ich jetzt ziemlich weit. Ja, ich habe auch einen Plan, was wir tun müssen, dass wir erfolgreich werden. Ich hoffe, der Plan geht gut. Ich mag das nicht, dass das schon wieder so lang hängt. Das hier hinten müsste übrigens das zerfallene Ödland sein, da kommen wir dann auch noch hin. Das wird auf jeden Fall sehr spannend und ich habe null Bock auf die ganzen Kämpfe, die auf uns warten. Weil ich glaube nicht, dass ich zum Kämpfen geeignet bin. Siehe Fortnite, siehe... Was habe ich noch gespielt heute? CSGO. So, wir haben Post. Puh, die Steuerung ist verwirrend. Was haben wir denn? Vom Rathaus. Oh, ich kann nicht angeln. Ich bin schlecht in Angeln. Ja. Achso, das ist immer derselbe Brief. Okay, 5 Holzbretter. Ich glaube, das kriegen wir hin. Und dann noch... Okay, cool. Die senden uns in einem Tag die Sachen zu. Läuft. Ja, wie weit sind denn unsere Brennöfen? Ach ja, wir haben nur einen. Das wird sich jetzt auch ganz schnell ändern, dass wir nur einen haben. Okay, das läuft jetzt. Oder was brauchen wir denn noch alles? Ich brauche ein bisschen, um wieder reinzukommen. Hartholzdielen, die haben wir, und Kupferrohre haben wir auch. Ja, die haben wir sogar ausgewählt, aber wir brauchen 3. Mist. Achso, wir haben hier sogar eins fertig. Dann können wir es aufsammeln. Mist, wie schalte ich jetzt um? Achso, auf 7. Ich habe so lange nicht mehr gespielt, es tut mir leid. Okay, dann haben wir 1 von diesen Brückenteilen. Einsammeln. Cool, ein besonderer Gegenstand. So. Warum zeigst du mir nichts an? Und zwar möchte ich noch einen Steinofen bauen. Dass das Ganze ein bisschen schneller geht. Und zwar brauche ich dafür 10 Holz und einen Steinhäuker. Ich glaube sogar, das könnten wir hinbekommen. Oh, wie kam man denn nochmal auf das Inventar? Also ich wusste doch, wenn ich auf M gehe, komme ich auf die Karte. Das ist schon mal... Wir haben kein Holz mehr? Haben wir nicht irgendwo eine Kiste? Okay, wir gehen da wohl mal Bäume fällen. Steine haben wir auch keine mehr? What? Das kann mir doch hier keiner erzählen, dass wir keine Steine auch nicht mehr haben. So, jetzt hatten wir schon mal das Holz. Achso, wir brauchen 10. Ja gut, dann fällen wir halt noch einen Baum. Kein Problem. Und wir nehmen dann auch gleich noch einen Auftrag an, weil wir... also erstmal so platzieren. Dann brauchen wir noch einen Steinhocker. Ich hoffe jetzt einfach, dass wir innen in der Kiste vielleicht Stein drin haben und ich einfach so dämlich war und habe das weggepackt. Steinhocker. Ja, natürlich. Bestätigen. 8. So. Hochhüpfen, platzieren. Ich würde den dann gerne wieder nehmen. So, der kommt dann neben den anderen. Fertigen. Und zwar, ich glaube, wir brauchen Brause bauen. Erstmal auftanken. 20, fertigen. 2. Wir müssen in die Mine. Was haben wir jetzt von dieser Brücke überhaupt schon? Das ist eine Kiste. War ich gerade blind? Ja. Holz, das kommt schon mal da rein.
Warte, wie geht Schnellaustausch? Das schon mal weg. Den. Na komm, den tun wir auch mal weg. Den einen Brausebahn auch. Das tun wir nach vorne. Das tun wir auch nach vorne. Die Bretter tun wir mal nach da. Was anderes Wichtiges noch? Nein. Okay, ja, Holzbretter könnten wir nochmal welche in Auftrag geben. Keine Hartholz ziehen, sondern einfach nur Holzbretter. Das mal auftanken und dann nochmal fertigen. Okay, und dann haben wir, glaube ich, kein Holz mehr. Ja, gut. Dann gehen wir das erste Mal und holen uns noch einen Auftrag. Wie sprintet man hier? So? Ja. Es geht doch wie bei jedem anderen Spiel. Ab in die Handelsgilde. Hallo Antoine. Wie geht's dir heute? Hallo. Don't underestimate the difficulty of the work at the business. Ja, ich unterschätze dich schon nicht. So, was haben wir schöne Handelsaufträge? Irgendwas, was wir da haben. 3 Muschelhalsketten, ne? 3 Talismane, auch ne? Faserstoff. Ja, ich glaube, die haben wir sogar da. Der bringt halt wenig. Der wird mehr bringen. Talisman, das kriegen wir irgendwie hin. Oh, hallo Presley. Hi! I hope the tree farm opens up. Die hat eine creepy Stimme irgendwie. Okay, dann ist mein Vorschlag jetzt, wir mal schauen, ob wir die Talismane machen können. Und dann gehen wir ganz kurz runter in die City und dann gehen wir in die Mine. Ich glaube, das klingt nach einem Plan. Und ich wollte noch schauen, ob ich hier in die Optionen reinkomme, weil ich was gesehen habe auf der Xbox und ich weiß nicht, ob das hier auch geht. Dass wir mehr vom Tag haben. Ja. Jetzt haben wir mehr vom Tag. Blitz-Omini-Karte drin, keine Ahnung. Was so. Fortsetzen. Ja. Dann könnten wir hier die Äste noch zusammenklauben. Der Stein wird uns nicht so schnell ausgehen, aber das Holz ist. Holz wird immer unser Problem sein, das kann ich euch jetzt schon versichern. Okay, noch ein Holzbrett mehr kann ich dir jetzt gerade nicht geben. Schade. Dann möchte ich hier Talisman. Okay, ich brauche noch Marmor und Holz. Ich brauche 3 Stück. Okay, also fällt ich noch einen Baum. Was brauchen wir jetzt halt noch für den Brücken? Also wir haben jetzt einen Brückenkopf. Schaut mal durch. Wir brauchen noch einen von denen hier. Und dann brauchen wir noch einen von denen hier. Okay, dann würde ich mal vorschlagen, dass ich den mal in Ruhe die Bronzeplatten machen. Bronzeplatten. Okay, dann machst du halt die Kupferrohre. Not my problem. Mach 2. Und du machst normalerweise. Ja, der muss jetzt gerade die Holzbretter machen. Okay, wir holen jetzt Holz und Stein. Und dann kommen wir nochmal hierher. Es klingt doch nach einem Plan. Ah, wir finden da ja sogar Kupfererz. Ich glaube, die großen Bäume kann ich noch nicht fällen. Leider. Ach, dich kann ich kaputt machen. Okay, cool. War der Marmor dabei? Nein, Zinn. Den kleinen Baum hier. Ja, fällen wir einfach mal die kleinen Bäume hier weg.
Ich möchte auch unseren Arbeitstisch dann möglichst schnell ausbauen, dass wir bessere Sachen kriegen, aber das dauert, glaube ich, ein bisschen. Und ich würde dann einfach mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von My Time in Portia. Bis dahin. Tschüss.